Okay, Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben und waren unten beim Händler. Und ja, ich spiele jetzt immer noch hier mit Tastatur, also nicht mit der Maus, sondern wenn ich jetzt lenke, lenke ich so mit den Pfeiltasten. Ist immer noch besser als mit der Maus, muss ich sagen. Und ich bleibe jetzt auch eine Weile dabei. Ja gut, wir waren letztes Mal bei dem Händler und haben ein bisschen verkauft. Ich glaube nicht, dass ich was gekauft habe. Oder kann ich noch etwas bei dir machen? Warte mal, ich öffne mal kurz das Inventar und sehe mal kurz nach. Ich habe schon wieder mein Inventar nicht geordnet. Scheiße. Egal, das machen wir jetzt. So, das grüne Kraut haben wir gleich. Machen wir mal die hier darunter. Nein, warte mal. Darunter, dann machen wir mal dieses Ding hier hin. Und dieses Erste-Hilfe-Spray. Okay, machen wir mal so. Dann machen wir das hier hin. Und dann das hier. So. Dann machen wir mal die Pistolenmunition hier rein. Oder nee. Wir lassen die Pistolenmunition immer noch da. Also, ich werde das halt immer so nach den Farben gestalten. So. Also ich hätte die Aufnahme auch starten sollen, wenn ich ja, nachdem ich ja schon unten war, aber egal. Wir machen einfach weiter und wollen mal weiter zum Friedhof gehen, weil da gibt es hier noch weitere Medaillen, die wir abschießen müssen. Die letzten 8 Medaillen, dann kriegen wir unsere Belohnung. Okay, warte mal, ich glaube hier war was, ja tatsächlich. Ja, ich wollte gerade einsammeln. Okay, hier bekommt man dann, also wenn man das erste Mal spielt, bekommt man hier ein bisschen Gruselstimmung. Okay, da sehe ich schon die blauen Medaillen. Aber erstmals wollen wir. Ja, genau. So. Nein. So. Weg da. Gut. Sturmgewehr-Muni, ich glaube, die kommt. Ah, ja, genau, da kommt er. Komm her, du. Was? Was ist das denn für ein Cyborg? Hey! Okay, wenn ich ihn einmal treffe, aber dann ordentlich. Gut, dann haben wir mal hier die Dinger abgeschossen, sozusagen. Okay. Immer wieder besitzen und wir haben eigentlich viel Geld, das gefällt mir. Warte mal, ja. Erstmals nachladen ist das sicherste. Und hier gibt es noch ein paar der Dynamit-Typen und die möchte ich mal gerne mit dem hier abknallen. So, zum Beispiel hier so. Bam! Bam! Nein. Er soll es werfen. Genau. Warte mal. Nein! Scheiße. Okay. Was war das denn? Die Glocke höre ich jetzt zum ersten Mal. Was sollte das denn gerade? Na ja, egal. Ist da noch einer gewesen? Nee. Ich weiß, hier gibt es noch einen oder eine zum Abschießen. Aber erstmal wollen wir mal. Wo? Ich habe da wen gehört. Wo? Ich? Nein! Okay. Ach, ich bin so dumm. Ich habe die immer noch die. Ja. Und ich frage mich, warum er so stark ist. Hä?
komme ja von da unten. Was ist los? Sollte eigentlich normalerweise nicht passieren. Nein. Energieschaden. Boah, wir verwenden das dann. Ich hätte auch das Ampelkraut verwenden können, dann ging es besser. Okay, komm mal her, du. Lass das lieber. Lass das. Ich kann schießen. Gut. Sie ist weg. Dann haben wir noch den. Zack. Und schon müssen wir auch weg. Wobei ich das jetzt nicht verstehe, weil die hat mich noch gar nicht sehen dürfen. Aber egal. Okay. Dann war es das jetzt so mit den Typen. Okay, wir haben immer weniger Muni. Das gefällt mir nicht so. Hier gibt es noch einen kleinen Schatz. Aber dazu kommen wir dann später. Ich glaube, ja, hier war die... Die hier. So. 8 von 15. Okay, hier am Friedhof kenne ich sie eigentlich mehrere. Da war hier oben noch eine, oder? Wenn es mich nicht so täuscht. Nö. Dann hatte ich mir das noch mal eingebildet. Und doch nicht. Da ist sie. Aber das kleine Ziel, ne, das fällt immer so schwer hier. Ich muss mir echt mal einen neuen Controller zulegen. Also ich meine, ich habe einen normalen Xbox 360 Controller, aber der ist nicht mit dieser... mit meinem Laptop... also kompatibel. Komm. Nein. Nein! Jetzt komm. Habe ich schon gesagt, dass das Zielen echt hier echt scheiße ist? Da oben ist noch eine. Oder ist er neben, er wackelt hier noch so. Ist das noch schwerer zu erwischen. So, warte mal. 12 von 5. Und dann gucken wir noch auf der Karte. Hier habe ich jetzt alle erwischt, okay. Dann haben wir hier alle und dann gibt es noch dieses Rätsel. Da müssen wir diese Grabsteine hier durchprüfen. In diesem Grab sind Zwillinge begraben. Das ist eine andere Insignie. Vielleicht haben alle Gräber verschiedene. Also, hier haben wir mal, also Z. Merken wir mal Z. M. V. ZMV. 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 Und da ist ein Nest. ZMV. Und da ist ein Nest. Und eine Blendgranate. Blendgranate meine ich. Okay, was war das denn? Irgendwas ist runtergefallen. Aber egal. Ach so! Bestätigen. Hier sind drei Familieninsignien. Zahlen schieben. Also, wir müssen Z, M und V aktivieren. V ist schon mal aktiviert. Dann machen wir mal nochmal drei. Nein. Ich mache das komplett falsch. Nochmal drei. Mal M aktiviert. Dann machen wir nochmal vier. Ach, Kacke. Nein. Dann nochmal vier. Und dann drei. Ja. Und da haben wir ein grünes Katzenauge. Da könnten wir jetzt, also dieses Katzenauge in den Bierstein reinkombinieren. Da hat der mehrere Geld gekostet, aber... ja. Okay, dann wollen wir mal in die Kirche gehen, wo Ashley ist. Die ist ja hier in dieser Kirche. Da wollen wir mal hineingehen. Öffnen. Lässt sich nicht öffnen. Dort ist eine runde Öffnung. Vielleicht passt da etwas hinein. Habt ihr wirklich gedacht, das wäre so leicht? Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside.
Okay, das, die Stimmen sind wieder mal nicht synchron mit dem Bild. Aber egal. Gut, dann sind wir hier bei dieser Brücke und es wird langsam dunkler. Ich wünsche noch einen guten Flug. Hey! Boah, ich werde dich mal mit dem hier abknallen. Bam! Bam! Guten Flug wünsche ich. Okay, dann. So. Wie viel haben wir jetzt? So. Das ist jetzt das. So, 13. Da unten ist die 14. Warte mal. Da gehen wir mal näher ran. Ey, das war doch gezielt. Mann, das regt mich ein bisschen auf. 14. Und da ist die 15. So. Ey. Boah. Warte mal, wir machen das anders. Wir machen es jetzt so. So. Alle abgeknallt. Ja, mit der Steuerung muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Ah, eine Schlange. Ja, es gibt ja auch Schlangen. Gut, besäten. Besäten. Nehmen. Schließen der Kirche. Was die beiden Flüchtlinge angelangt, ist die Befreiung von Was die beiden Flüchtlinge anbelangt, ist die Ergreifung von Louis wichtiger als die des Amerikaners. Was Louis uns gestohlen hat, ist wichtiger als das Mädchen. Wenn wir es nicht wiederfinden, ist das Mädchen für uns wertlos. Wir brauchen das Ding für unsere Pläne. Wenn es in die falschen Hände gerät, hätte das für die Welt anderes als, als die von Lord Center erwünschten Folgen. Das darf nicht geschehen. Trotzdem lassen wir das Mädchen nicht frei. Damit der Army sie nicht findet, habe ich die Tür der Kirche, wo sie gefangen ist, verschlossen. Nein, ich wollte... Da. Okay, verschlossen. Jeder, der in diese Kirche gehen möchte, braucht Lord Zeldas Geheimnis. Beim See ist ein Schlüssel. Aber der ist sicher bei seit Del Lago von unserem Dorf geweckt wurde. Niemand kehrt lebend von See zurück. Außerdem fließt unser Blut durch die anderen des Amerikaners. Früher oder später wird einer von uns. Und dann sucht niemand nach dem Mädchen. Ach ja, so. Leon hat ja auch sowas in der Art abgekriegt. Was die Leute überhaupt so machen. Also, da gibt es solche Eier, die dieser Assassin's Creed Typ, dieser Assassine, so nenne ich den mal, in uns initiiert hat. Und das haben alle Menschen hier und wegen dem sind sie durchgedreht. Und das wird dann eine Frage der Zeit, bis wir auch so werden wie sie. Gut, okay, hier haben wir noch so ein Ding, da ist nichts drin. Und, sehr viele Raben. Ja, Ben kann also ausrüsten. Und? Volltreffer! Da bekommen wir mal ordentlich Geld. Und natürlich eine Blendgranate. Ah, die bekommen wir wieder zurück. Die ist doch verwendbar, Junge. Schmeiß sie nicht weg. Die ist doch verwendbar. Okay. Wir rüsten wieder unsere Pistole aus. Und haben hier Pistolenmunition. Weil von dem haben wir ja gerade so sehr wenig. Also das ist noch sehr wenig Pistolenmuni. Was haben wir denn hier? Und wir hören so ein... So ein Grummeln. Was das auf sich hat. Ach, Leute. Ihr wisst es ja schon, aber... es bedeutet nichts Gutes. Gut, jetzt haben wir wieder mal Pistolenmunition gepimpt. Boah, das ist gruselig. Das ist gruselig. Das Tor ist fest verschlossen. Warte, ich höre auf der anderen Seite etwas grummeln.
Was ist das wohl? Leon, mach dir nicht so große Gedanken, weil du wirst hier nochmal zurückkommen. Oh Gott. Gut, Handgranate. Da gehen wir mal da runter. Und darunter befindet sich jemand. Und? Hört man die Musik? Na? Hört man sie? Ach komm schon. Hört man sie? Ja, unser Händler. Und natürlich ein Speicherpunkt. Aber erstmal gehe ich jetzt zurück und nehme erstmal das hier. Gut, wir können jetzt hier speichern. Wir. Got some rare things on. Ach so, wir haben die Medaille. Die Punisher, die können wir uns gratis holen. Aber eigentlich, wenn wir hier sehen, ist die Punisher. Na super, jetzt hat die auch kein Platz mehr. Doch. So, aber wie wir hier sehen, ist die Punisher. Wo ist die Punisher jetzt? Na, egal, egal. TMP-Raketenwerfer, Schulterstütze. Ja. Wir gehen erstmal wieder hier hinein und verkaufen die Punisher, weil. Thank you. Die gibt uns sehr viel Geld. Dann können wir buying? Mal auftunen. Warte mal. Kaufen. Kaufen. Punisher, die kostet jetzt 20.000. Silver Spray. Ja, kaufen können wir jetzt nichts, aber tunen. Sturmgewehr. Okay. Alle Geschwindigkeit. Zack. Thank you. Weil wir gerade so viel Geld haben. Gut, dann speichere ich hier. Oder soll ich jetzt weitermachen? Ach komm, ich mache einfach nur weiter. Bis zum nächsten Speicherpunkt spiele ich noch. Weil ich habe jetzt gerade ein bisschen Bock auf Resident Evil 4, deswegen, ja. Warte mal, war da oben noch nicht etwas, was ich runterschießen konnte? Nee. Okay. So. Pistole, Muni, Hammer. Naja, ein bisschen aufgenommen. Jetzt können wir wieder weitergehen. Jetzt haben wir uns ein bisschen gestärkt. Wir haben unseren Händler gesehen und er war erfreut, dass er uns auch lebend sieht. Ja. Es kann nichts Besseres gehen. Gut, wir nehmen Pistolenmunition. Dann haben wir hier noch. Zack. 1000 Pesetten. Oh nein! Boah, wehe, wenn ich das nicht. Köpfe hoch. Okay. Wehe, wenn ich das jetzt nicht meistere. So. Quick the event for the win! Ja, komm schon! Dazu sag ich jetzt nichts. Also, ich sag jetzt dazu nichts, nee. Ist mir. Ist egal, ich hab. So schnell gedrückt, wie ich konnte. Ich habe sogar Bauchschmerzen bekommen. Und der Herz pumpt gerade voll. Ja. Ich sag dazu jetzt nicht. Sollen wir mal noch mal alles sein, was wir jetzt bisher sehen können. Oh, da ist jetzt Gewehrmuni drin. Okay. So, ist da noch was hier hinten? Nee. Okay. Dann mach jetzt mal. Geschafft. Also wenn er jetzt 5 und 6 gekommen wäre, jetzt halt, dann hätte ich bestimmt abgekackt. Und das Bild ruckelt schon wieder mal. Und wir sehen hier viele, viele Leute. Viele Dorfbewohner, die jetzt abkratzen. Gut. Die kommen dann hier hoch.